Ja, also unser Projekt heißt Binärface bzw. Truth by Trust und das Ganze ist ein Website-Projekt. Das heißt, auf einer Website laufen News und andere Dinge, die Langeweile vertreiben sollen. Also das können IT-News sein, das können Fun Facts sein und ganz genau, was man auf der Website machen kann, ist einmal Spiele spielen. Einmal Informatik-News anschauen und einmal den XML-Atom-Feed von Simon und Gustav anschauen. Kommen wir nun zum TrueSoft bei Trust. Bei diesem System handelt es sich um ein System, wobei vertrauenswürdige Quellen, in dem Fall Nischenautoren, die halt ziemlich unbekannt sind, auch Texte verfassen können. Dies wird aber von einem unvertrauenswürdigen zentralen Server geregelt. Um dieses Problem zu lösen, setzen wir PGP ein. Das Prinzip ist folgendermaßen: Ein Client generiert sich ein Schlüsselpaar und signiert dann anschließend seine Nachricht. Diese übermittelt er zum Server an eine REST-API, welcher sie dann und der Server speichert sie dann in einer Datenbank. Davor wird sie noch verifiziert, dass sie auch mit dem richtigen Schlüssel signiert wurde. Anschließend wird die Nachricht dann per Atom-XML-Feed, der dann durch den Client geparst wird, zur Verfügung gestellt und der Client kann selbstständig verifizieren, ob der Autor tatsächlich diese Nachricht verfasst hat. Umgesetzt wurde das Ganze mit dem Python-Framework Flask. Das ist für den Server zuständig, allerdings fehlt noch der Client. Unsere Pläne, die wir noch machen wollen, sind zum Beispiel das Einbinden von anderen Signaturen von Autoren oder Artikeln in einem Feed. Das war's.